Willkommen zum Teil 2. Heute mal andere Kameraperspektive. Heute möchte ich gucken, eventuell sogar fertig kriegen. Aber heute erstmal mal gucken, ob das so elektrisch fertig ist, in Ordnung ist. Eine Sache muss ich noch machen. Das ist hier hinten bei der Schalter. Ich versuche das mal einzufangen, ob man das kriegt. Ich das zu sehen, ob man das sehen kann. Ups. Eventuell. Stell scharf. Die Kontakte da unten, die sind alle schwarz. Das ist aber nur der Schalter und das ist der mit UKW. Ich schätze mal, das kommt hier von diesem Kabel, was hier längs geht. Weil alle anderen sind blank. Nur dieser eine, der ist schwarz. Die Kontakte schwarz. Jetzt will ich mal versuchen, mit dem hier. Das alles wegzulöten, um die Platte rauszukriegen. Hier ist ein Stück Metall zum Rumbiegen. Kann man das sehen? Da. Das kann man dann rumbiegen und dann kann man das abhebeln. Will ich mal versuchen, weil da ist doch ein sehr schlechtes Rankommen. Das werde ich aber nur bei diesem einen einzelnen Teil machen. Nicht bei allen, nur bei dem einen hier. Achso. Gucken. Ich hoffe, das geht so, auch vom Licht her. Ich kann das nicht ganz so erkennen, weil die Kamera ein bisschen doof steht. Also da werde ich jetzt versuchen, das alles so weit wegzulöten, dass ich das abnehmen kann. Das werde ich gleich mit euch zusammen machen. Ich mache mir vorher hier aber noch ein paar Fotos von, wie das hier alles angeschlossen ist, weil ich sehe schon da einige Sachen, die sind ein bisschen kompliziert gemacht. Ich hoffe, ich kriege das hin. Vor allen Dingen mit dem einen Draht hier, der geht wohl wahrscheinlich durch alle drei durch. Der ist durchgesteckt. Den werde ich wohl da unten ablöten müssen. Ja, das seht ihr jetzt gerade nicht. Aber da, es geht hier auf Masse, auf das Gehäuse, Chassis. Das werde ich da wohl ablöten und hochbiegen und dann lasse ich den so dran. Ne? Aber so die kabelmäßig werde ich hier ablöten. Und so wie es aussieht, das eine schwarze hier, das ist eine geschirmte Leitung. Der Schirm geht hier außen an einen Kontakt dran und in der Mitte geht an einen anderen Kontakt, aber hier kommt nur die Masse an und kein innerer Kontakt. Ich weiß nicht, oder ist das der innere Kontakt, der da rangeht? Ich weiß es nicht. Werde ich sehen. Ich mache mir jetzt erstmal gleich Bilder und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das ablöte. Okay, bis gleich. So, nun habe ich genug Bilder gemacht. Ich hoffe, ich habe alle Richtungen irgendwie rausgekriegt, dass ich da jetzt weiß, was ich da wo hatte. Ach so, für den, mein Sofa. Oder für jemand anders hier, der das Video sieht. Wäre mal schön, wenn ihr mir mal so ein Arztbesteck noch besorgen könnt. Das ist jetzt ein Ding zum Festklemmen. Da gibt es auch noch andere. Es wäre schön, wenn da mal irgendwer von euch an sowas rankommen würde. Die Dinger sind gar nicht so verkehrt. Ich habe nur die eine hier. Wäre schön, wenn ich da noch ein paar mehr kriegen könnte. Vielleicht hat ja irgendjemand Bezugsquellen dafür, ganz günstig oder so. Und kann mal sowas besorgen für mich. Wäre mal nett. Okay, aber jetzt wollen wir ja löten. Genug der Dings. Sag schnell. Ups. Ja, aber die Fahnen verloren. Egal. So. Löten wir den ganzen Kram da jetzt erstmal runter. Nehmen bei Tee. Ja, ich bin noch erkältet. Zum Glück lässt das schon wieder nach. Zumindest mit den Halsschmerzen ist das schon wieder so gut wie weg. Ups. Aber jetzt kommt der Schnodder und Husten ist auch immer noch. Das ist jetzt geböcht da drum. Einmal. Zweimal.
So. Ich hoffe, ihr könnt da was sehen, ja. Oh, das sitzt fest. Wie ist denn das fest? Das Blöde ist mit den Kameras hier, ich habe die immer so stehen, dass sie mir selbst nicht behindern, aber dass ihr da wenigstens noch was sehen könnt, aber manchmal klappt das nicht. Und wenn ich dann irgendwann mal schaffen sollte, mit dem ganzen Umgeräume und Umgebaue, was ich mal vorhab, dass ich mir eine Kamerahalterung an die Decke hänge. Oh, sag mal, wie hängst du denn da fest? Das ist der innere. Wie habt ihr das Ding da festgekriegt? Ah, ich will das ja nicht kaputt machen hier. Nee, das muss ich abkneifen, glaube ich. Oder ich mache mal nochmal neue Zinnen drauf. Eine Kamerahalterung an die Decke hängen, an die Decke, dass die Kamera von der Decke hängt und runterleuchten kann und ich die bewegen kann in alle Richtungen, wie ich möchte. Das habe ich noch vor, weil manchmal das Stativ mir auch voll auf den Sack geht. Das nimmt mir manchmal so viel Platz weg. Wie das funktionieren soll. Das funktioniert nicht. Das habe ich noch vorher. Mal muss ich das abkneifen. Muss ich das nachher später wieder anlöten. Gucken, dass ich das hinkriege. Das habe ich noch vor. Natürlich auch meinen Tisch hier komplett verändern. Der soll mindestens doppelt so tief werden, dass ich meine ganzen Messgeräte und das alles auch vor mir habe und nicht alles nur hinter mir und neben mir und alles im Weg steht. Und mir jetzt gerade wieder Sachen auf die Füße fallen. Das habe ich noch vor. Irgendwann mal. Ich hoffe, das schaffe ich noch in diesem Leben. Oh, den Widerstand kann ich ja auch dran lassen. Ich muss ja bloß die Kabel ablöten. Ach, der geht durch, ne? Ja. Der geht da durch. Der ist lang genug, den kann ich auch abkneifen. So. Den da hinten. Ja, wer hat den denn da angelötet? Rumgewickelt. Den auch da rumgewickelt. Auch beiseite. Der kann bleiben.
Machen wir den zur Seite. Erstmal den hier unten ablöten. So. Warte mal. Jetzt habe ich da ein bisschen mehr Platz. Jetzt kann ich das besser sehen. Das alles sehen könnt. Der hängt noch ein Widerstand. Machen wir erstmal den Röhrchenkondensator hier weg. Stand. Meine Nachbarin hat schon wieder den Staubsauger in Benutzung. Ihr liebstes Spielzeug. Boah. Also diese Isolierung da drauf, das ist ja irre. Die werde ich, glaube ich, auch noch mal mit Schrumpfschlauch ersetzen. Muss da weg. Das geht da oben ran. Dann lasse ich das da dran. Dann nehme ich nur den ab. Ich habe das alles auf dem Bild drauf, ansonsten muss ich das nachher mal über den Schaltplan machen. Ich hoffe, ich kriege das dann hin. So, den lasse ich mal drauf. Ich versuche den mal da wegzulöten. So, das ist irgendwie so ein Kunststoff. Boah. Da ist hier noch ein roter mit einem Röhrchenkondensator. So. Haben wir das soweit frei? Da rauskommen. Ich hoffe, er ist also lose, ist es schon mal. Alles kaputt zu machen.
So. Und jetzt kann ich es euch richtig zeigen. Wie soll ich denn das sauber kriegen? Sonst. Die sind teilweise so schwarz angelaufen. Mal was gucken. Seite. Und gehen nach hier unten hin. Ich stehe das wieder nicht hin. So. UKW wollt ja nicht, und das ist der von UKW. Der Schalter. Und noch machen wir das mal sauber. Die werden schon blank. Gibt aber noch Ausnahmen. Ist noch nicht komplett. Machen wir das. Alte Stäbchen. Das reicht aber auch noch nicht aus. Von außen? Ja. Aber von der nicht wirklich. Aber da kann ich das aus dem Weg nehmen. Hoffen, dass ich jetzt ich wollte jetzt nicht Edelstein nehmen, ich wollte eigentlich die Messing nehmen, aber dann nehme ich die Edelstahl.
und gehe da nur leicht drüber, nicht so doll. So. Und das. Und da werde ich jetzt noch mal mit dem Dings, mit dem Kontaktspray rübergehen, weil das hat auch eine leicht schützende Komponente mit drinne. Sollte eigentlich sein. Aber, naja, gut, da gibt es noch ein anderes, was dazu passt. Aber das sollte theoretisch funktionieren. Allein, was da jetzt noch runterkommt, ein Dreck. Ein Oxidkram. Das wäre jetzt die Reihe und jetzt da dazwischen, zwischen den Kontakten. Wie mache ich das? Nämlich ein Stück Papier, wa? Das ist am einfachsten, wenn ich das da durchziehe. Wirklich schön ist das auch nicht. Sieht wieder gut aus. So. Ich werde aber mal einmal ein bisschen Isopropanol ein bisschen mit rüber gehen. Und nichts bei Denken im Hintergrund ist, ja, der Chefsekretär ein bisschen am, wenn ihr das hören solltet, kann ich nicht vermeiden, kann er auch nicht vermeiden. Zum Glück habe ich es nicht so toll wie er. Er hat es jetzt auch noch so toll erwischt. So. Das sollte wieder hinhauen. Sollte wieder hinhauen. Da in der Mitte. So, dann bauen wir das mal wieder ein.
Platz. Ich zoome mal raus. So. Radio hier wieder und stecken das da wieder hinein. War das jetzt so rum oder war das andersrum? So rum. In der Mitte sind ja auch noch Kontakte. Ja. So rum war das. So. Gut. Das passt. So. Da wieder die Zange. Drehen das ein bisschen. Und dann sollte es wieder fest sein. So, dann fangen wir von hinten an, ne? Brauche ich die Billards. Sehe ich aber nicht den. Ein Braun hier, dieses eine Kabel. Aber das müsste ja an dem Pin gewesen sein. Ich habe doch einen, wo ich das schon so weit abgelötet hatte, ne? Ja. Da ging der dran, genau. Der Widerstand ging dahin, da unten durch ging eine Brücke. Gut, ja, ich kriege das schon wieder so halbwegs hin. Ich werde mal eine Sache machen. Ich probiere mal was aus. Kleinen Moment. Nein, das hat nicht hingehauen. Ich dachte, ich kann ein externes Mikro nehmen, dann ist das nicht so doll zu hören von mein Freund, dass er da ein bisschen Probleme hat. Vielleicht versuche ich gleich mal die Kamera umzustellen. Weil es doch ein bisschen blöd ist, wenn ihr genau dahin guckt, wo ich immer meine Hand habe. Kleinen Moment, ich baue mal schnell hier um. So, ich hoffe, das klappt so. Ja, nee, das sollte jetzt nicht sein. Ich hoffe, das klappt so, dass ihr da was sehen könnt. Jetzt brauche ich nochmal mein Handy und das Bild. Das Kabel habe ich dran. So. Der Widerstand geht nach da, das Kabel ging nach da. Was war da hinten dran? Kann ich das noch erkennen? Geh mal rum. Ach, da war das Rote mit dem Kondensator. Okay. Das Rote mit dem Kondensator. Die beiden, die gingen auf den Pin. Das wird jetzt natürlich nicht mehr so schön wie vorher.
ich versuche es jetzt so gut wie möglich hinzukriegen. Da oben rein. Das ist der Widerstand. Der ging an den zweiten oder an den dritten? Oh, Handy. So, jetzt sollte das Handy anbleiben. Jetzt sollte ich auch meine Bilder weiter gucken können. Ist ja gut. Komm mal her. Der Widerstand war auf dem dritten Pin. Ich hoffe, das klappt. Der war da dran, ne? Ich hoffe, das macht keine Probleme. Ich werde das nachher mal probieren. Okay. So, ich bin wieder da. Ich habe hier einen kleinen Fehler drin. Der muss noch mal kurz runter. Den muss ich noch mal rausnehmen. Und den muss ich einmal kurz abnehmen. Der war nämlich da dran. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. So war das. Mal G2 geht auf B2. So, G2 auf B2. Ja, G2 auf B2. Das ist A, B, C, D, E, F, G, H, I. Und das ist G2. Da kommt dieser Draht rüber und geht hier auf B2. So. Und dann ist das auch passend, den hier mit dem Widerstand. Dieses komische Isolationsding mache ich jetzt weg. Da mache ich jetzt einen Schrumpfschlauch drauf. Ja. So. Da. So, das schrumpft sich nachher von alleine. Der war, wo war der dran? An dem. Das ist die Wohnung halt da oben. So. Das passt. Steckte nämlich da dran. Der gehört da wieder rein. So. So, die Brücke habe ich drin. So. Oder mal die Brücke. Ist die jetzt auf dem richtigen?
ABC. D2 auf A3. Die Brücke sitzt verkehrt. Die sitzt nämlich daneben. Das funktioniert nachher auch so. Wo habe ich das Ding da? So, die Kabels. Der schwarze geht daran. Was man hier alles macht, nur um dieses Radio irgendwie. Die Kontakte wieder hinzukriegen. Wichtig mal ein bisschen. So. Das hier. Daran. Das Grüne geht da rein. Das Video wird heute auch wieder etwas sehr lang werden, aber ist mir egal. Ich glaube, wir werden heute nur einmal den ersten elektrischen Test machen, ob das überhaupt alles hinhaut. Und das abgleichen, was ich noch machen muss. Das werden wir dann wohl im dritten Teil machen. Ich werde mal hier ein bisschen Schrumpfschlauch drüber nubbeln, weil dieses Gedöns oder was das hier ist. Gefällt mir nicht, überhaupt nicht. So. Dazu dann das andere Ding hier. So. Das ist dran. Die zwei müssen noch ran.
Ihr seht das jetzt leider nicht so. Ich weiß, aber es bleibt nicht aus. Einmal, zweimal. Der da oben muss noch ran. Dann kann ich halt das Ding hier wieder nehmen. Ich muss auch die eine Masse da oben wieder reingeschoben werden. Ich hoffe, das klappt. Das passt. So. Das müsste jetzt alles dran sein, was vorher dran war. Nochmal gucken. Den habe ich. Das habe ich, den. Das habe ich. Den habe ich wieder dran. Da war zwar eine Isolierung drüber, aber kann erstmal weg. Die braun, die habe ich ja nicht abgelötet. Der ist dran, die sind dran. Ja, so. Ich sollte jetzt hier alles dran haben an dieser Kiste. Ah, der eine Pin. Der eine Pin steht schief und hat hier das Dings verbürgt. Ich hoffe, das funktioniert. Der ist jetzt verbürgt. Verdammte Kakalake. Ja, das habe ich mir gedacht. Das soll ich aber auf den beiden Kontakt haben, du. Das passt. Die zwei sind nicht verbunden. Die sind verbunden. Die sollten jetzt verbunden sein. Sind aber so nicht verbunden. Erst wenn ich da drücke. Und hört sich doch schon mal gut an. Zumindest besser. Kriege ich den noch um.
Scheißegal. Der mit dem. Der sollte jetzt aber keinen Kontakt haben da mit dem. Warum hat der jetzt noch Kontakt mit dem? Was ist denn das? Das ist eine... ...1,2 Ohm. 0 Ohm, ja gut, das da ist noch was zwischen. Gut. So, das funktioniert wieder. In Anführungsstrichen funktioniert das wieder. Ich mache mal hier diese komische Kabel drauf. Den wieder nach unten. So, wie mache ich das jetzt denn mit dem, mit der Kamera? Dass ihr was sehen könnt, wenn ich da Strom reinmache. Ich werde jetzt noch keine Röhren reinsetzen und werde jetzt Strom reintun. Und werde mal ein paar kleine Punkte abgehen. Also zumindest die Hauptstromversorgung, ob die passt. Habe ich hier überhaupt eine Stromangabe? Beziehungsweise Spannung? Ich guck mal. Ja, es sind einige Spannungen angemarkert. Gut, ich baue mal die Kamera um und dann gucken wir mal weiter. Okay, bis gleich. So, jetzt noch mal ein Wort zur Warnung. Nochmal davor. Ich hoffe, man kann das sehen mit dem Dings. Sag schnell Multimeter. Ne, also ein Wort zur Warnung, was ich jetzt mache, macht ihr bitte auf absolut keinen Fall nach, weil ich habe hier kein Trenntrafo. Das Ding ist nicht getrennt. Ich schalte das Ding jetzt auf UKW und schalte es gleich ein. Ich habe noch keine Röhren drin. Ich will jetzt hier nur ein paar Spannungen messen. Jetzt habe ich mir natürlich hier den Trenntrafo zugemacht, den einen Pin. Das ist aber... Der Pin vom Gleichrichter müsste das sein. Den kann ich noch messen. Mache ich auch gleich. Moment. So, ich schalte die Kiste jetzt ein. Wenn es jetzt dunkel wird, dann habe ich einen katastrophalen Fehler gemacht. So, es ist an. So, ich sollte jetzt messen auf der Anode der EL84 circa 220 Volt. Das ist der Punkt. 305. Ja, okay, das ist unbelastet. Nach dem Widerstand oder vor dem Widerstand nochmal das gleiche. 306. 307. Und nach dem Widerstand, der geht da unten hin. Ich hoffe, das klappt. Ne, das klappt nicht so ganz. Das ist klar. Das ist auch klar. Ich versuch's mal. 308. Das ist Masse. Das sieht schon mal gut aus. Dann vor dem, das ist der Punkt, 308, ein bisschen viel mit 308 Volt,
Aber gut, das ist ja keine Last drauf. Ja, doch, es kommt in etwa hin. Dann die Heizung. Die Heizungsspannung ist dann, welche Röhre haben wir denn hier? Dann ist das 1, 2, 3, 4 und 5 der Pin. 1, 2, 3, 4 und 5 der Pin. Macht das ja nicht nach. Das müsste Wechselspannung sein. 7,35 Volt. Hui. Ja gut, das ist unbelastet. Ja, Funk, Funk, Funk. Ich hab's schon mitgekriegt. Das ist nicht schön. Gut. Spannungsmäßig scheint das okay zu sein. Ich setze jetzt die Röhrchen mal rein. Wie gesagt, was sagt die Spannung hier? Bei den Kondensatoren. Ist noch zu hoch. Darum, die Dinger können immer noch Ladung halten ohne Ende. Vor allen Dingen hier in diesen Radios, die Anodenspannung. Da ist kein Widerstand zwischen, der das trennen würde. Ich habe jetzt auch keine Glühlampe da zum einmal kurz schließen. Doch, ich hätte hier eine Glühlampe, aber da habe ich keinen Draht für, den ich jetzt irgendwo rumwickeln könnte. Ja, doch, Lötdraht. Einmal ums Gehäuse. Macht das bitte auf keinen Fall nach. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das Ding hat einmal ordentlich geleuchtet. Also der Elko sollte jetzt entladen sein. Steigt. 2,8. So, jetzt kann ich das Ding umdrehen. Das ist jetzt ein bisschen sicherer. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich habe eine Glühlampe genommen zum Entladen. Stecker habe ich draußen. Den habe ich nicht reingesteckt im Moment. Ich muss jetzt erstmal hier kurz mit dem Lötkolben was aus dem Weg nehmen. Einmal die Glühlampe abmachen. So. Gucken, dass ich nicht unbedingt hier irgendwo anfasse, wo ich nicht anfassen muss. So. Ich habe jetzt keinen kein Lautsprecher. Den müsste ich mir gleich noch mal holen. Das war, glaube ich, die EF oder EL? Das ist die EL. Die habe ich noch nicht sauber gemacht. ECC 85. Ist, glaube ich, der FM-Teil. Machen wir hier kleiner. Ja, die ECC 85 ist der FM-Teil. Die kommt da hinten rein. So, dann habe ich die EHBC 80.
ECH81. Aber dem Ding ist das ein bisschen komplizierter. EF89. Die müssten da jetzt irgendwie rein. Die Pappe. Vielleicht kriege ich das da noch ein bisschen raus. Ja, die EABC80 ist die hier hinten. EF89 ist die zweite hier. So. Und die EABC, nee, die ECH81 ist die hier. So. Ich besorge mir mal den Lautsprecher. Und ich hoffe, wir kriegen dann da mal ein bisschen Ton raus. Ich werde nun mal den Lautstärkeknopf noch anschrauben. Vorsichtshalber, ich möchte nicht unbedingt aufs Metall fassen wollen, wenn sich das vermeiden lässt. Schraube ich den nochmal schnell mit ein bisschen dran. So, ich hole mir mal schnell den Lautsprecher. So, Lautsprecher habe ich. Ich packe das mal so hin, dass das hier auf der Matte liegt, aber am besten so, dass das keinen Kurzschluss geben kann. Ihr wollt ja bestimmt die Röhrchen glühen sehen oder wollt ihr lieber die Skala sehen? Die Skala braucht man ja nicht sehen, das kann ich ja so drehen, das kann man ja, dann kann man ja, glaube ich, den Drehgu sehen, ja, man kann den Drehgu sehen, das sollte reichen. So, ich mache mal noch mal die Skalenlampe mit wieder rein. Werde ich aber noch mal sauber machen. Die ist auch ein bisschen verdreckt. Mal gucken, ob es überhaupt ein paar Töne von sich gibt. Den Abgleich mache ich dann heute nicht mehr, den mache ich dann im dritten Teil. Und das Zusammenbauen müsste dann verzeihen. Heute nur noch einmal kurz diesen schnellen ersten Test, ob das überhaupt was gebracht hat. So reingebrannt. Es ist so reingebrannt. Ich hoffe, das passt so. So, ich stecke wieder rein. Lautstärke habe ich runtergedreht. Ich schalte ein. Und ich gehe auf UKW. Skalenlampe leuchtet. So. Die fängt an zu glühen. Vielleicht kann man das sehen. Die eine fängt an zu glühen. Die glüht. Die glüht, die glüht und die glüht auch. Die glühen alle. Ups, war nicht mit Absicht. Also
ein Brummen ist zu hören. Es ist UKW. Das war jetzt eine volle Lautstärke UKW. Ich glaube, die Röhre ist ausgebrannt. Also, die macht es nicht mehr. Ich gehe jetzt mal auf lange Welle. Das ist wieder der Deutsche Wetterdienst. Und jetzt gehe ich mal auf Mittelwelle. Einen länglichen Draht. Da haben wir noch was. Da habe ich was. Kriegen wir da bestimmt ein bisschen reingewürcht. Sollten wir hingekriegt haben. Nö, es ist jetzt auch nicht die Zeit für lange Welle und Mittelwelle. Gut, das ist soweit okay. Achso, eine Sache wollte ich noch ausmessen. Hier ist das Messgerät, ach, da unten. Und zwar... mir das hier hingestellt. Vielleicht kann man es ja sehen. Möchte ich einmal von der Stromleitung auf Gehäuse messen, den XY-Kondensator, den ich da eingebaut habe, ob da irgendwie Spannung aufs Gehäuse kommt, weil ich kann jetzt schlecht zur Erde messen. Das möchte ich aber jetzt noch mal einmal machen. Geh noch mal auf UKW. Das ist ja sehr wenig. So. 25,6 Volt AC und DC messe ich nichts. 25 Volt ist schon ja grenzwertig, geht aber noch.
Aber man hört es. Flache Flanke. Direkt in die Füße der Abwehr der Leopoldskaner. Und deshalb können jetzt Frankfurter noch einmal aufbauen, denn der Ball wurde nicht weit genug abgespielt. Gut in den eigenen Reihen laufen machen. Irgendwas scheint hier nicht hinzuhauen mit dem Empfang. Wenn ich jetzt auf die Röhre koppel, dann geht's. Abwehr. Oha. Hier der Tenner ranfängt. Bei denen der Mann mit der Nummer 77. Geht das. Beste Musik für den Norden. 8000. Okay, also mit Antenne geht das. Also die Röhre ist doch nicht tot. Das liegt an der Beschaltung, wa? Es braucht aber auf alle Fälle einen Abgleich. Okay. Also es hat schon mal Töne. Es gibt schon mal Töne von sich. Es ist hier nichts katastrophal falsch gelaufen. UKW, okay, braucht eine Antenne. Dann wird's laut. Da scheint die Beschaltung zu sein. Und darum rauscht das wahrscheinlich auch nicht, weil das erst funktioniert, wenn da eine Antenne dran ist. Gut, aber das soll es jetzt hier mit Teil 2 sein. Teil 3, ich weiß nicht, wann ich Teil 3 rausbringe. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch Zeit finde, die Tage dafür. Im Moment ist gerade ein bisschen Zeitplan, ein bisschen voll, der Kalender. Ein bisschen voll gerade. Morgen noch eine Dunstabzugshaube reparieren und Freitag weiß ich noch nicht und Wochenende weiß ich auch noch nicht, wie es aussieht. Wann ich den Teil 2, 3 rausbringe, weiß ich noch nicht genau. Ich wollte ja mal gucken, weil die Dinger sind hier alle voll mit Wachs. Und ich kann sie nicht abgleichen. Ob ich das Ding vorher einmal schön durchwärme auf 50 Grad oder was. Ich habe mal geguckt, Heißluft fängt ab 150 an, das ist so viel. Ich werde das Ding im Dürrautomaten stecken bei 50 Grad oder was auch immer da am wenigsten geht oder 40 Grad oder was das Ding kann, keine Ahnung. Und einmal schön durchwärmen, dass das Wachs da drin weich wird. Weil hier habe ich jetzt gerade mal so, was habe ich hier, 20 Grad. Dass es weich wird und dann, dass ich es abgleichen kann. Zum Abgleichen werde ich ein Gerät benutzen. Pack dich mal ein bisschen beiseite. Werde ich mal ein Gerät benutzen, das habe ich einmal vorgestellt, das habe ich aber noch nie gezeigt, wie man das benutzt. Das ist der Nordmende Experience E3601. Ein Grundwellen HF-Oszillator Gedönse Ding. Damit kann ich schön die lange Welle, Mittelwelle und sogar UKW-Frequenzen moduliert hier rausgeben. Und dann kann man das damit abgleichen. Das werde ich damit machen. Zumindest werde ich es versuchen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich habe mal einmal hier ohne euch mal versucht, an einem Taschenradio mal das irgendwie hinzukriegen, aber das hat irgendwie da gar nicht hingehauen. Das ganze Radio hat irgendwie gar nicht hingehauen, keine Ahnung, absolut kein Erfolg gehabt. Ich habe weder irgendwas von der Kiste empfangen, noch sonst irgendwas. Weiß nicht, was mit dem Radio war.
Das war auch einfach nur so ein ganz einfaches Dings. Brauche ich nicht. Gut, aber Teil 3 kommt dann im Anschluss. Da werde ich das dann wieder zusammenbauen und versuchen abzugleichen. Da muss ich von der Rückseite in die Dinger rein. Da ist nämlich von drinnen noch Dinger drin. Ja, mal schauen. Gut. Aber erstmal bis hierhin. Danke fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns im Teil 3 wieder. Tschüssi.